So, nachdem wir unseren Spargel gekocht haben, kommt er aus dem Sud raus. Ich gebe ihn in so eine Auflaufform, damit er auch schön auskühlen kann. Und jetzt mache ich für den marinierten Spargel die Marinade oder den Sud. Dazu brauche ich weißen Balsamico-Essig. Er hat einen guten Geschmack. Sie könnten natürlich auch einen Weißweinessig nehmen, wenn Sie möchten. Ungefähr, ja, 5 Esslöffel. Und ebenso viele Esslöffel von unserem kaltgepressten Rapsöl. Salz, Pfeffer und Zucker, damit wir auch Geschmack in unsere Soße reinbringen. Und dann verrühre ich das mit einem kleinen Schneebesen, bis sich die Zutaten alle schön miteinander vermischt haben, sich das Salz aufgelöst hat. Es geht natürlich besser und schneller, wenn Sie noch ein bisschen von dem warmen Spargel zugeben. Ja, das darf schon so gut 100 Milliliter dürfen das sein. Dann lösen sich die Zutaten auch besser auf. Und Sie sehen doch, unser kaltgepresstes Rapsöl hat diese Marinade eine ganz wunderbare Farbe. Wenn die Zutaten aufgelöst sind, gebe ich sie hier jetzt mal als erstes über unseren Spargel. Er ist ziemlich bedeckt damit. Ja, schaut schon sehr schön aus, die Farbe. Ich habe die Radieschen hier im Wasser eingeweicht, schneide den Anschnitt weg und schneide sie in ganz feine Scheibchen. Lassen Sie immer das Schwänzchen dran, dann haben Sie nämlich was, wo Sie sich am Schluss dran festhalten können, dass Sie es bis ziemlich am Schluss hinschneiden können. Jetzt schneiden wir das letzte Radieschen. Ich gebe das Radieschen hier jetzt geschnitten über den Spargel. Und das ist nicht so schlimm, wenn das nicht so tief in den Sud eintaucht, denn sonst kommt es mit zu viel Salz in Berührung und das Ganze soll ja eine Zeit durchziehen. Und dann werden uns die Radieschen eigentlich schon ja, ein bisschen ledrig. Es gibt noch eine Möglichkeit für diesen marinierten Spargel, wie Sie ihn ergänzen können, indem Sie ein hart gekochtes Ei nehmen und würfeln. Das ist gar nicht so schwierig, ein hart gekochtes Ei zu würfeln. Sie schälen es, nehmen so Ihren Eierschneider, schneiden es einmal durch, nehmen Ihr Ei quer, legen es jetzt andersrum in den Eierschneider und drücken nochmal. Und dann haben Sie hier lauter kleine, schöne Eierwürfelchen. Die können Sie jetzt auch drüber geben. Und wenn sich dann später, wenn Sie es servieren, dieses Eigelb mit der Soße vermischt, wird sie noch mal extra sämig und extra gut. Noch nicht ganz fertig. Ich habe hier in einer Pfanne Sonnenblumenkerne ohne Öl trocken angeröstet. Die Sonnenblumenkerne zeichnen sich besonders durch ihren hohen Gehalt an Magnesium aus. Also wenn Sie öfters mal mit Ihren Muskeln Probleme haben, greifen Sie nicht zur Magnesiumtablette, greifen Sie zu Sonnenblumenkernen. Sie können sie überall mit reintun, zum Beispiel in den Fleischteig machen Sie den nochmal nussig und knackig oder über jeden Salat. Funktioniert also wunderbar. Und so auch hier bei unserem Spargel. Ich gebe jetzt noch die Sonnenblumenkerne drüber und um das Rezept fertigzustellen, reibe ich noch ein bisschen von unserem guten alten Bergkäse drüber. Einfach für eine Geschmacksexplosion in unserem Mund, dass das Ganze dann abgerundet ist. Und jetzt haben wir ein absolut tolles Abendessen. Es muss ungefähr, ja, sollte eine Stunde durchziehen und dann ist es ideal zum Verzehr und hat der Spargel nochmal den ganzen guten Geschmack aufgenommen. Wenn Ihr Spargel durchgezogen ist und Sie ihn zu Tisch bringen, nehmen Sie noch ein bisschen von der frischen Kresse. Man kann nie genug von den frischen Kräutern haben und auch die Kresse, die strotzt ja nur so vor Vitamin C. Und auch diese Scharfstoffe, die sie hat, die sind so toll für unsere Verdauung. Und dann haben Sie das perfekte Essen und mit dem legen Sie garantiert Ehre ein.